43 Trillionen, 252 Billiarden, 3 Billionen, 274 Milliarden, 489 Millionen, 856.000 Einstellmöglichkeiten hat dieser Würfel. Eine geniale Erfindung vor mehr als 10 Jahren von einem Mann, der eigentlich jedes Jahr etwas Neues erfindet und der den 5-jährigen Kindergarteninsassen genauso zur Verzweiflung bringt mit seiner Plastikfolter wie irgendwelche Mathematikdozenten im grauen Flanell. Aus Budapest, Professor Erne Rubik. Alle Welt erwartet von Ihnen ja nach diesem entsetzlichen Würfel, dass immer etwas Neues kommt, dass Sie immer etwas Neues erfinden. Sind Sie überhaupt ein professioneller Spieleerfinder? Ich bin ein Professor für Design und ich arbeite eigentlich in der Architektur. Ich kann jedoch sagen, dass dies eins meiner Hobbys ist. Hobbys, etwas Neues zu finden, neue Herausforderungen anzunehmen. Das ist etwas, mit dem ich eigentlich nie aufhöre. Arbeiten Sie da mit einem Team zusammen oder hat man sich da wirklich den manchmal zerstreuten Professor vorzustellen, der dann in seiner Genialität diese ganzen neuen Dinge erfindet? Nein, ich arbeite daran eigentlich allein. Ich glaube, ich habe eine neue Idee von etwas, neue Möglichkeit, die man ausschöpfen kann, an die man denken kann. Und ich tue das als Einzelperson, als Einzelmensch. Danach arbeite ich in einem Team mit anderen zusammen. Vor einigen Jahren zum Beispiel habe ich eine kleine Gesellschaft gegründet. Und zwar sind hier 20 Leute zusammengeschlossen und wir haben sehr viele interessante Projekte, mit denen wir uns beschäftigen. Wenn Sie sagen, dass Sie eigentlich Professor für Innenarchitektur sind, sind Sie dann ein Mann, der sagt, ja, im Prinzip ist das alles Kinderkram, aber die Welt will es halt. Interessen habe ich eigentlich ganz andere? Nun, ich frage mich, was die Fähigkeiten von Kindern sind, wie sie wachsen und wie sie die Welt entdecken. Ich glaube, sie sind ziemlich clever. Sie haben sehr gute Augen und sie sind sehr offen in ihrem Geist. Nun, ich versuche eben teilweise so zu bleiben, diese Einstellung eben beizubehalten. Mhm. Können Sie mal einen Teil Ihrer Spielzeuge hier erklären? Also der Würfel, den kenne ich mittlerweile auch. Ja. Dann das Allerneueste, das interessiert mich. Das kommt jetzt erst auf den Markt. Das ist diese seltsame Uhr. Wie funktioniert die? That's what they call Rubik's Clock. Dies nennt man Rubik's Uhr. Es sieht auch wie eine Uhr aus, aber es ist eine spezielle Uhr. Wir haben hier 9 Ziffernblätter auf einer Seite und 9 Ziffernblätter auf der anderen Seite. Man kann die Zeiger der Uhren drehen und man kann auf diese Knöpfe drücken und damit kann man die verschiedenen Zeiger bewegen. Und die Aufgabe besteht hier darin, diese Zeiger auf 12 zu stellen, und zwar auf beiden Seiten. Denn sie bewegen sich ja auf verschiedene Art und Weise. Und gibt es da auch wieder 43 Quadrillionen Möglichkeiten, bis das überhaupt einmal funktioniert? Ja, die Größenordnung ist hier dieselbe. Man kann natürlich verschiedene Muster erzeugen, aber es gibt im Ende eigentlich nur eine einzige Lösung. Sie haben gerade eben schon gesagt, dass Sie das toll finden, wie Kinder darauf reagieren und wie Kinder sich damit beschäftigen. Es gibt einen Sven Voss, der ist 9 Jahre alt, der hat bei Ihnen so eine Puzzle-Weltmeisterschaft gemacht und hat tatsächlich $25.000 mit seinem ersten Preis gewonnen. Hier ist Sven Voss. Also, das ist das Ding, wo du $25.000 gewonnen hast, ehe ich dich damit frage, was man überhaupt mit $25.000 macht. Wie hast du das gemacht? Also hier sind diese 3 Ringe, die sind nebeneinander. Und was muss mit denen geschehen? Also die müssen zu den olympischen Ringen. Also die 3 Ringe müssen so über Eck verschlungen sein. Ah ja. Und was war da der Weltrekord? Also wie schnell kannst du das?
Eine Sekunde etwas habe ich, glaube ich, gebraucht. Eine Sekunde etwas. Dann top. Die Wette gilt. Das war ein leichter Hänger, aber es war eine Sekunde etwas. Ja. Können Sie es eigentlich schneller als er? No, I'm much more older. Nein, nein, ich bin viel älter und... Not racing, you know? Und ich mache natürlich keine Wettbewerbe. Aber ich kann es machen. Ich schaffe es schon, aber ich brauche viel, viel, viel länger. Wie lange hast du gebraucht, bis du es hattest? Das erste Mal? Ja. So für 10 Sekunden. Ne? 10 Sekunden, ja. Was hast du in Mathematik? Ich eine 3. Eine 3? Und in Sport? Eine 3. Auch eine 3. Sag mal, $25.000, was macht man denn damit? Oh, ich habe mir ein Zimmer gekauft und für meinen Vater einen Videorekorder. Ein Zimmer? Ein Apartment oder was? Oder? Nee. Nee. Bloß die Möbel dafür. Ja. Ja. Also hast du die ganze Familie ausgestattet? Nee. Nee. Und hast du noch was übrig? Ja. Toll. Und nicht so viel Gummibärchen davon gekauft? Nee. Damit du den Sport auf 2 kommst, gell? Danke dir, Sven. Kommst du mit der Uhr eigentlich zurecht oder nicht? Ja, nee. Ein bisschen. Ich habe das vorhin schon mal ein bisschen ausprobiert. Hast du mal probiert? Brauchst dann 3 Sekunden. Okay, gut. Ich danke Ihnen beiden, Herr Professor. Dankeschön. Danke sehr. Sven, tschüss. Danke dir. Mach weiter so und die nächsten $25.000. Ja? Danke euch. Und...